Es wurde sich ein Gartenrundgang mit Cocktail gewünscht. Eure Wünsche sind mir Befehl. Es ist zwar kein Kaipi, aber ein leckerer Gin Tonic mit Blüteneiswürfeln. Und wir legen jetzt direkt los mit einem kleinen Rundgang durch den Gartenkeimling Garten. Ein kleines Willkommen. Wir starten hier auf meiner Terrasse mit dem Wein. Der hat auch schon richtig viele Früchte dran. Und ich glaube, da gibt es eine ganz gute Ernte dieses Jahr. Sonst sieht er auch gesund aus bis jetzt. Also noch nichts, kein Gescheinsperro oder sonst irgendwas dran. Also toi toi toi, noch ganz okay. Darunter habe ich verschiedene Kräuter eingesät, von Schafgarbe über Arnika, über Muscatella Salbei. Also da ist alles Mögliche drin. Da hinten sollte ich mal noch aufräumen, sehe ich gerade. Aber wie gesagt, seht es mir nach, dass ich es noch nicht geschafft habe. Einmal einen Lavendel für die Bienchen. Den Wein haben wir hier in so einen Weinfass eingepflanzt, damit er auch gut Wurzelraum hat. Daneben steht hier die Thunder Mountain Longhorn Chili. Die habe ich aus dem Gewächshaus raus, weil die hat Spinnmilben. Und die muss jetzt unbedingt erstmal behandelt werden, damit es sich nicht weiter verteilt hier. Aber die hat auch schon richtig coole, lange Früchte dran, die jetzt auch schon in Farbumschlag gehen. Mega cool. Und die Blüten lassen auch noch mehr erwarten. Daneben habe ich auch aus dem Gewächshaus rausgeholt, weil die auch mit Spinnmilben anfängt. Die Sebranche, die kriegt mega viele Früchte. Und auch diese Paprika ist es, habe ich aus dem Gewächshaus rausgenommen. Da muss ich jetzt hier einmal diese Frucht entfernen, weil da waren die Schnecken dran, haben schön abgefressen. Und die ist jetzt auch schon labberig. Also ich habe eigentlich gedacht, die überlebt. Tut sie aber nicht. Genauso waren hier die Schnecken dran. Und man sieht auch schon, das wird auch schon recht labberig. Das muss ich unbedingt entfernen. Aber sonst hat die auch noch mega viele Früchte. Und das ist die Saraga Giant Sweet Chocolate. Habe ich auch noch hier im Gewächshaus eine stehen. Da gehen wir später rein ins Gewächshaus. Hier diese Terrakotta-Kübel muss ich noch bepflanzen, bin ich leider noch nicht dazu gekommen. Dahinter steht mein Kräuterbeet, da haben wir einmal Thymian drin. Wir haben ganz, ganz viel Salbei, der riecht so lecker. Und hier Majoran, auch da waren die Schnecken dran, wie überall irgendwie dieses Jahr. Dahinter steht die Rose, da gehen wir aber auch gleich hin. Und hier steht meine Zitrone, meine Weihnachtszitrone. Wer mir länger folgt, der weiß, dass die sonst unser Weihnachtsbaum ist. Die hat auch schon mega viele Früchte. Da ist eine Wespe dran. Ganz voll hängt die. Die werden wahrscheinlich alle gleichzeitig reif. Muss ich mal überlegen, was ich dann mache. Und die hat einen Eisenmangel. Das seht ihr hier an den Blättern. Die werden so, die Blattadern werden grün und die jüngsten Blätter werden so gelblich. Das ist ein Eisenmangel. Muss ich Blattdüngung machen, damit der eben auch weggeht. Das Beet hier habe ich neu angelegt, jetzt am Wochenende, hier neben meinem Pflanzenbogen. Da habe ich reingepflanzt eine Physalis. Die bildet auch schon Blüten und Früchte. Daneben habe ich so eine Gourmandis Yellow Tomate reingepflanzt. Die bildet auch schon erste Früchtchen. Hier meine mexikanische Mini-Gurke. Die soll dann ja später hier so drüber ranken. Genauso wie die Butterfly Pea, die da halt wirklich auch richtig schön blaue Blüten gibt. Da freue ich mich schon richtig drauf. Hier habe ich ein paar rote Frühlingszwiebeln rein. Eine Cosmea und hier eine Reihe rote Beete, die ich aber vorgezogen habe. Und dann hier reingepflanzt habe. Hier habe ich Maggi-Kraut, das habe ich in Kübel. Und hier eine Minze, auch die unbedingt in Kübel, weil auch die bildet Ausläufe ohne Ende in den Kübel, ohne Loch, damit die nicht weitergeht. Hier habe ich noch eine Apfelminze, ganz, ganz klein. Die wird auch bald kommen. Hier ist mein Pflanzenbogen. Da wird eben noch Gras innen reingesät, damit mein Kleiner da eben auch sich verstecken kann. Und da habe ich versucht, eine
Bohne also umzupflanzen, aber ich glaube, die überlebt es nicht leider. Hier draußen ist vom Gewächshaus meine Jana-Tomate. Die bildet auch schon Blüten, aber ist generell nicht so weit wie die letzten Jahre. Also das dauert, bis ich jetzt ins Freiland, weil im Gewächshaus kein Platz mehr ist. Daneben ist eine rote Mirabellentomate, die muss ich auch noch hochbinden. Die habe ich einfach aus einem Stiel gezogen, aus einem Geiztrieb. Hier nochmal eine Physalis, auch hier schon Blüten, aber das Unwetter hat hier den Haupttrieb gekappt. Mal gespannt, das bildet ja relativ viele so Achseltriebe und oh, guckt mal, da ist auch schon eine richtig große Physalis dran. Mein Lorbeer, der hier wächst, den habe ich irgendwo mal gerettet im Baumarkt. Der bildet auch schon richtig schön viele neue Blättchen. Dahinter hier mein Rosmarin, der duftet auch mega lecker, hat aber auch Mehltau, ne, wie ihr seht. Hier. Da habe ich meine Kiwi, bayerische Kiwi ist es. Die macht im Moment nichts, macht irgendwie die letzten 4 Jahre nichts. Hoffentlich kommen irgendwann mal Bärchen. Hier sind Himbeeren, die wachsen hinter dem Gewächshaus hier rum. Da habe ich gestern alles abgeerntet. Hier waren einige dran, hier ist noch eine rote. Und hier dieser Strauch, ich muss euch nochmal nachgucken, wie er heißt, aber der zieht mega viele Bienen an, hat aber nicht so einen hohen Nektarwert. Also es wimmelt von Bienen, aber der Nektarwert ist nicht so gut. Hier ist jetzt ein Bienchen dran, ne? Dann geht es hier weiter. Hier habe ich verschiedene Erdbeeren. Das ist die Erdbeere Fridolin, die blüht so lila. Da kommt schon ein Blütchen raus, glaube ich. Ja, hier. Und hier ist diese Walderdbeere. Die schmeckt so nach Ananas. Und die bildet solche kleinen Früchtchen. Die sind auch mega lecker. Muss ich gleich mal essen. Hier haben wir verschiedene Chilis aus meiner späteren Anzucht. Erotico, Carolina Reaper, die Bird's Eye und noch meine Carolina Reaper. Mal gespannt, wann die kommen. Peter Pepper habe ich auch noch, die ist ganz, ganz spät gekommen. Und hier vorne habe ich jetzt mal ein paar Erdbeeren eingepflanzt, die werde ich aber wahrscheinlich rausnehmen. Hier kommt noch eine Golden Currant rein. Die wurzelt gerade im Glas, weil ich habe irgendwie alle meine Golden Currants weggegeben. Und jetzt kommen wir hier zu meinem Thai-Hochbeet. Das ist auch mega und es riecht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da haben wir Thai-Basilikum drin. Wir haben einen Holy Basil drin. Wir haben hier die Bird's Eye Chili, ne? Die macht auch schon Früchte und richtig schöne Blüten. Die sind so ein bisschen gelblich. Hier der Koriander, den habe ich jetzt mal blühen lassen, einfach für die Bienchen. Aber der riecht auch mega gut. Hier habe ich nochmal Koriander nachgesät. Dann haben wir hier Pak Choi drinne, verschiedene. Hier hinten habe ich Bohnen, verschiedene eingesät. Eine Bikino Vermelho Chili, die braucht noch. Da kommen aber auch schon einige Früchte oder Blüten erstmal. Thai-Aubergine und noch eine Thai-Aubergine und noch eine Thai-Aubergine. Die wachsen jetzt endlich auch mal. Die haben auch ewig gebraucht. Hier eine Sonnenblume. Und ihr seht schon, da wächst die mexikanische Mini-Gurke dran hoch. Ist auch so der Plan. Die soll so 1,50 werden, die Sonnenblume. Und da kann die mexikanische Mini-Gurke ziemlich gut dran hochranken. Mauretanische Malve für so einen Malventee. Und hier noch der Muscatella-Salbei. Der wurde aber auch von den Schnecken ziemlich drangsaliert. Zweimal Schnittlauch aus der Lebensmittelrettung. Nochmal einen Thai-Basilikum. Und hier meine Chives. Also mein Schnittknoblauch. Und der, boah, mega geil für Dumplings. Richtig cool. Also so sieht dann mein Thai-Hochbeet aus. Hier oben wollte ich jetzt noch Blühpflanzen einsäen. Das muss ich auch noch machen. Habe ich noch nicht geschafft. Genau, dann machen wir mal weiter. Hier ist meine Brombeere. Die ist echt auch schon wieder richtig voll. Jedes Jahr macht die Früchte ohne Ende. Ich habe da schon irgendwie 3 Schalen abgeerntet und es werden nicht weniger. Die muss ich auch mittlerweile stützen, weil das wirklich bis runter geht.
an dieser Brombeere. Und dann haben wir hier meine Gurke, die asiatische Snackgurke. Die macht solche kleinen Gürkchen. Na, da kommen auch schon ganz, ganz viele nach. Also richtig cool. Die macht mir jedes Jahr eine richtig gute Ernte. Ist eine F1-Hybride, also kann ich nicht nachziehen. Mache ich bei Gurken sowieso nicht, aber die liefert mir zuverlässig. Ertrag ist auch resistent gegen den Mehltau. Hier ist eine Zebrage nochmal. Die bildet auch schon relativ viele Früchte. Habe ich hier in den Kübel reingesetzt. Das hier ist eine Maracuja, die ich eigentlich tot geglaubt habe von vor ein paar Jahren. Auch die wächst bis in den Himmel. Habe ich hier daneben gesetzt. Johannisbeeren, alle auch schon abgeerntet. Den Kübel hier muss ich auch mal nur restaurieren. Der ist mittlerweile von den Wespen auch komplett abgefressen. Hier haben wir eine Bird's Eye Chili nochmal. Die krauchelt aber auch so vor sich hin. Da waren auch die Schnecken dran. Hier ist eine Pink Tiger Stripe Tomate. Die macht schon viele Früchte und Blütchen. Ne? Also wächst richtig gut. Der Wein daneben hat Gescheinslosigkeit. Der bildet keine Früchte dieses Jahr. Wir können es uns auch nicht erklären, wieso. Da wächst ein Borage und tausende Läuse und Ameisen dran. Lasse ich jetzt einfach mal so, dann haben die Ameischen auch was zu tun. Darunter haben wir alles Mögliche drin. Von Thymian über Borage, wie gesagt, bis hin zu Erdbeeren. Da lassen wir alles einfach irgendwie wachsen. Das sieht auch alles ganz verwildert aus hier. Hier seht ihr mein Hochbeet. Das ist nicht so weit wie in den letzten Jahren. Da vorne hier meine Katze. Weshalb ich auch hier diese Körbe drin habe, weil die gern da drin wühlt in dem Hochbeet. Aber es wird langsam, das Hochbeet. Ich zeige euch mal so ein bisschen, was da drin wächst. Hier die Wassermelone, Sugar Baby ist es. Da waren auch die Schnecken dran hier. Die haben wir auch den Trieb gekappt. Dahinter habe ich vier Selleriepflanzen. Die habe ich vorgezogen im Baumarkt gekauft. Dahinter hier eine Erotico Chili. Die kommt langsam echt auch gut. Hat aber noch nicht so viele Früchte und Blüten. Das dauert noch. Mal den Korb hier weg, damit wir das besser sehen können. Da habe ich verschiedene Basilikum ausgesät. Zimtbasilikum, roten Basilikum und Zitronenbasilikum. Da warte ich jetzt, dass der keimt. Da sind noch ein paar Frühlingszwiebeln. Dahinter habe ich einen Majoran und eine Mini-Love-Sonnenblume. Hier sollen noch Tagetes kommen. Dauert aber noch ein wenig, bis die da keimen. Ich denke jetzt, wenn es warm wird, wird das dann auch was werden. Dann haben wir hier Oregano von der Lebensmittelrettung. Ich hätte ihn auch eigentlich tot geklappt, aber da kommt eine Tagetes. Und das weiß ich gar nicht, was das ist. Unkraut hier von dem Holunder hier oben. Da fällt immer was runter. Müssen wir mal aufpassen. Dann hier Green Fire Salat. Dann haben wir hier eine Thunder Mountain Langhorn hier im Hochbeet. Die wird hier echt größer, aber bildet noch nicht so viele Früchte wie die im Kübel. Aber die Früchte, die kommen, sehen irgendwie echt cool aus. Hier eine Schnittpetersilie. Hier auch. Hier haben wir einen griechischen Basilikum. Da nochmal eine Zwergsonnenblume, Mini Star, nicht Mini Love heißt die. Eine Carolina Reaper und guckt mal, da kommt schon eine Frucht. Mega cool. Und hier haben wir eine Kapuzinerkresse, die lasse ich hier so schön runterranken. Ich habe auch immer irgendwo ein bisschen Holz liegen, damit sich auch da die Käferchen verstecken können. Hier meine eigentlich tot geglaubte Zucchini, aber ich habe es euch ja gezeigt, die bildet wieder neue Blättchen und ich hoffe, dass die jetzt auch kommt wieder. Vorgezogen habe ich trotzdem noch meine Mini-Love-Sonnenblume. Hier Stäbe, damit die Katzen hier nicht reingehen. Eine Reihe Zuckererbsen. Auch da waren die Schnecken dran, wie ihr seht. Ne? Also echt schlimm. Die einzige rote Beete, die Schnecken stehen lassen haben. Hier noch eine. Hier war eigentlich eine komplette Reihe. Die haben sie alle weggefuttert. Hier kommen schon Erbschen, aber die sind wirklich dieses Jahr richtig mickrig hier drin.
Paar habe ich dran. Eine Mini-Love-Wassermelone. Die hat auch schon Blüten. Ne? Da kommt jetzt bald ne, die erste Blüte hier raus. Lolo Bionda und dahinter, guckt euch das mal an, meine riesengroße Aubergine. Und boah, mega geil. Die hat so eine komplette Traube an Früchten dran und die bildet auch echt mega viele Blüten. Das ist die Sorte Pine Stripe. Richtig cool. Mit so lila marmoriert. Dann haben wir hier einmal Tagetes habe ich hier eingepflanzt. Cosmea. Also hier jeweils eine Reihe. Dann nochmal zweimal Sellerie. Eine Butterfly Pea. Sieht aus wie Cercospora. Da lasse ich einfach mal hier daneben. Ja, gute Frage, was das ist. Müsste ich mal gucken. Das sind zweimal Ringelblumen. Einmal hier diesen griechischen Oregano. Hier kommt der Schnittlauch Twiggy. Eine Kapuzinerkresse nochmal und eine Sugar Baby Wassermelone. Und hier hinten ist noch meine Zebrage Chili. Und die macht auch schon Früchte. Hat aber hier Blütenendfäule, wie es aussieht. Muss ich auch behandeln. Mit Calcium. Hier geht's weiter. Hinten ist unser Pfirsich. Den haben wir selber aus einem Kern gezogen. Weinbergspfirsich. Bildet auch schon ein paar Früchte. Hat aber Eisenchlorosen. Na, also muss man eben gucken, dass man da nochmal einen Eisenblattdünger gibt. Dahinter ist hier ein paar Blühpflänzchen. Dann haben wir hier drinnen auch zweimal Auberginen. Das sind die Aubergine Laura. Einen Genovese Basilikum und zwei griechische Basilikum. Dann hier nochmal eine Reihe rote Beete. Ist halt so, dass die Schnecken da auch dran waren. Dann hier vorne wachsen Erdbeeren kombiniert mit Zitronenmelisse und hier blüht gerade eine Zwiebel. Dann haben wir hier eine riesengroße Feige. Guckt euch das mal an. Kommen ganz, ganz viele Feigen raus. Ja, da unten sind noch ein paar größere Feigen. Und dann gehen wir mal rüber zum Beet, wo die Schnecken auch wirklich gewütet haben. Da haben wir verschiedene Chilis drin. Ja, hier eine Saraga Giant Sweet Chocolate. Die krauchelt aber auch so vor sich hin, war ja echt zu kalt. Ringelblume, Kamillepflanzen habe ich hier davor gesetzt. Das Blühpflänzchen hier auch nochmal. Kamillepflanzen. Dann haben wir hier Zebrage nochmal. Hat auch schon zuverlässig viele Früchte. Sieht auch echt ganz gut aus, wenn man sich sie so anguckt. Hier haben wir eine Erotico. Kommt auch ganz gut. Die Ananas Noir, oh, meine Lieblingstomate, die hat mir die Lilly gegeben, die Samen. Richtig toll und oh, die bildet auch schon Früchte hier im Freiland. Wichtig, dass ihr hier unten immer die Blätter abzippelt, weil ansonsten kann das die Braunfäule eben, die kommt vom Boden her, ganz schnell da reinziehen, gerade wenn ihr sie unüberdacht im Garten habt. Dann hier nochmal ein Genovese Basilikum, verschiedene Schnittlauchpflanzen. Habe ich da drin nochmal ein Genovese Basilikum. Pflanze ich immer zu den Tomaten. Gibt ein besseres Aroma. Das ist die Schwiegermama Maria Tomate. Da waren die Schnecken auch echt aktiv. Und ihr seht schon, ne, die sieht jetzt nicht so stabil aus. Die Jana Tomate. Die ist auch noch ganz, ganz klein. Habe ich auch aus einem Stiel gezogen. Also im Geiztrieb gezogen. Dann hier auch nochmal. Ganz, ganz viel Basilikum. Da mache ich jetzt mal die Blüte weg, sonst verliert er nämlich sein Aroma. Hier ist eine Aji Mango. Bildet auch schon Früchte. Und dahinter haben wir verschiedene Bohnen. Ah, die krauchelt auch so vor sich hin. Der Wind gefällt der nicht so gut. Auch nochmal eine Bohne. Hier mein Topf Butternut. Hier kommt schon der erste Butternut-Kürbis, der ist nicht so ausladend, aber das hier, das Milpa-Beet, ne? Kürbis, Bohne und Mais.
Nur wächst der Mais hier dieses Jahr nicht so schnell wie die Bohnen. Eigentlich sollte die Bohne an dem Mais hochranken, aber irgendwie dieses Jahr ist alles anders als geplant. Dahinter ist auch noch Mais, aber der grauchelt wirklich auch. Hier noch eine Physalis. Macht auch schon Blüten. Sieht auch ganz gut aus. Die darf jetzt hier an dem Stab hochranken. Wichtig, dass er hier auf die Stäbe immer solche Töpfchen draufsetzt, weil sonst kann es sein, dass ihr euch die Augen ausstecht, wenn ihr da reinfallt. Hier ist mein Topfturm. Da ist drinne einmal die Gourmandise Yellow Tomate, glaube ich, ist es. Und verschiedene Basilikumsorten, ein roter, den griechischen. Den lasse ich jetzt einfach mal blühen für die Bienchen. Minze, wichtig, Minze immer im Topf. Das ist so eine Spearmint, die riecht echt lecker. Und hier habe ich eine Apfelminze noch reingesetzt, die braucht aber noch. Und dahinter ist noch Waldmeister. Ups, es ist mein Salat, der hier geblüht hat. Ist gerade umgefallen durch den Wind. Da hier ist noch ein weißblühender Borretsch. Finde ich echt auch cool, nicht immer nur den blauen, sondern auch den weißen. Und hier habe ich eine Blühmischung ausgesät für die Bienen. Die braucht jetzt echt auch ewig schon. Na, die geht hier so komplett rum. Mannstreu, Distel. Echt auch ein Bienenanziehmagnet. Guckt mal, ist alles Mögliche drin an Bienen. Die sieht auch cool aus hier. Vielleicht kann mir jemand sagen, was das für eine ist. Bei Bienen bin ich nicht so gut im Arten erkennen. Hier hinten ist noch Hibiskus. Gegen die, also das hier hingepflanzt, wie dieser Zaun ist, einfach übel hässlich. Und da sehe ich schon, da blüht schon ein Hibiskus. Richtig schön. Guckt mal den Blütenstaub da drin an, richtig cool. Dann kommen auch ganz viele Blüten, auch Eisenchlorosen. Auch Düngen. Und hier meine Bienenhotels, die mir mein Mann gebaut hat. Ich muss hier dringend aufräumen im Garten. Lampionblumen. Auch im Topf, weil die verbreiten sich auch echt gern. Und hier mein Oleander. Hier neben der Matscheküche und dem Sandkasten steht nochmal ein Hochbeet. Der Salat ist jetzt geschosst. Das muss ich jetzt komplett neu bestücken. Da kommt nochmal Salat rein. Da dahinter war noch Radieschen. Hier der Dill. Der blüht halt echt richtig schön. Auch die Erbsen hier. Zuckererbsen, die kommen auch echt gut. Also verhältnismäßig für dieses Jahr. Normal sollten die ja höher sein. Hier ist eine Ringelblume, die jetzt langsam wächst. Und der Salat ist mir auch geschossen. Also alles hier drin ist geschossen. Hier haben wir Schnittknoblauch und nochmal einen Schnittknoblauch. Den ernte ich jetzt und dann friere ich den ein. Hier sind die Ameisen zugange. Da haben wir Wurzelläuse dran. Hier ist mein schattigster und feuchtester Platz hier im Garten und da seht ihr auch schon, was die Schnecken echt anrichten können. Hier einmal meine Bohne, das war meine Bohne, da kommt zwar wieder was, aber ich glaube nicht, dass die groß noch wächst. Und hier eine Luffa-Gurke, also das, was davon übrig geblieben ist. Dann haben wir hier nochmal eine Thunder Mountain Longhorn, die braucht dringend Stickstoff. Die sieht nicht so ganz gesund und vital aus. Und auch hier mal noch eine Luffa-Gurke, die ja, nicht mehr wirklich da ist. Dann geht es hier weiter. Das hier ist meine Avocado. Die hat Sonnenbrand und Eisenmangel. Magnesiummangel, alles mögliche am Mangel. Die muss ich jetzt unbedingt auch düngen. Und da wächst mein Hopfen. Hopfen. Der wächst hier so am Pavillon entlang. Und hier ist mein Flaschenpulzerbaum. Wächst auch echt schön. Da kommen jetzt auch schon Blüten. Da ist auch noch mal so eine Maracuja, die jetzt noch mal zum Leben auferstanden ist. Meine Hanfpflanze, mit Hanf habe ich es nicht so. Die wird nicht so ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, die wird größer. Aber gut, hier hinten ist die kleinste Hanfpflanze der Welt. Die kann man schon ernten. Ja, die habe ich echt vernachlässigt, leider. Aber gut, erster Versuch. Man kann ja nicht alles können. Und hier ist eines meiner zwei Mini-Hochbeete. Da habe ich hinten zweimal Sonnenblume. Hier hinten habe ich auch noch eine
Kapuzinerkresse, die kann dann hier hinten schön runterranken. Hier verschiedene Salate. Hier auch noch Petersilie, auch aus der Lebensmittelrettung, aus so einem Topf raus. Einfach da reingepflanzt. Asiasalate, die hier jetzt schon kommen. Zweimal Tagetes, die ich selber vorgezogen habe. Roter Basilikum, Zimtbasilikum, der riecht so mega lecker. Ach, krass. Dann hier auch aus der Lebensmittelrettung Schnittlauch, den ich einfach vereinzelt habe und dann da reingepflanzt habe. Und eine Carolina Reaper, die langsam auch loslegt. So, und hier haben wir dann noch ein anderes Mini-Hochbeet. Da haben wir ganz, ganz viele Ringelblumen. Eine, wow, eine Kürbisspinne, die da wieder rumkrabbelt. Einmal Rucola, der blüht, den nehme ich jetzt raus und sehe den nach. Den ernte ich auch. Wenn er nicht bitter ist, kann ich ihn noch essen. Hier von meiner Kamille, die Blütchen, muss ich jetzt unbedingt auch ernten, damit ich mir den Kamillentee daraus machen kann. Hier eine Kapuzinerkresse. Die hat hier ein bisschen Sonnenbrand, aber ist nicht weiter schlimm. Auch hier nochmal Basilikum. Wir lieben Pesto. Und das kann man dann daraus richtig gut machen. Und hier noch einmal eine Gourmandes Yellow Balkontomate. Und jetzt gehen wir noch kurz ins Gewächshaus. Da haben wir einmal die Costoluto. Die macht hier schon Früchte. Dann eine gestreifte Romana. Die macht auch schon Früchte. Ist halt echt klein, das Gewächshaus. Deswegen sind die ein bisschen gestaucht hier drin. Reisetomaten haben wir ganz, ganz viele. Das hier ist die Purple Calabash. Hat auch schon einige Früchte dran. Hier hinten die Ananastomate, da geht es jetzt auch los. Hier die Goldita und die Pink Tiger. Dann haben wir hier die Montserrat, die macht jetzt Blüten. Aber ihr seht schon, die sind richtig cool. Also sie sehen schon auch anders aus, die Blüten immer. Hier haben wir die Indigo Rose. Das hier ist die Yellow Stuffer. Kommt jetzt auch langsam mit den Blütchen. Dann haben wir die Ananas Noir. Die hat man gerade auch im Beet draußen. Die hat hier drin im Gewächshaus natürlich schon viel mehr und größere Früchte. Hier ist die Gigantomo, die Weltrekordtomate. Mal gespannt, ob die auch so weltrekordmäßig wird. Also so im Vergleich zu den anderen Tomaten steht die echt mickrig da. Ja, also die anderen sind ja schon recht groß. Und hier ist noch die Tanja-Gurke. Na, da kommt schon eine. Uiuiui. Und ganz, ganz viele andere. Die darf hier so in der Ecke wachsen. Auch hier nochmal eine Spinne drin, also so ein bisschen Biotop. Hier ziehe ich noch eine Butterfly-Pea. Die kommt dann später auch raus, wenn sie wächst. Mein Kurkuma. Ich hoffe, der blüht, weil die Blüten sind echt mega schön. Und zum Schluss hier, die ist so groß wie ich, eine Thunder Mountain Longhorn. Ne, halt, Saraga Giant Sweet Chocolate. Die habe ich euch ja auch schon im Video vorgestellt. Riesengroße Früchte. Und hier nochmal meine panaschierte Paprika. Die Candy Cane Red. Mit mittlerweile auch roten Früchten. Und die anderen kommen auch langsam. So viel zu meinem Garten. So, das war's jetzt mit meinem Gartenrundgang. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich trinke meinen Cocktail jetzt noch voll leer. Und freue mich über einen Daumen hoch von euch, wenn euch das Video gefallen hat.